بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht und wir wollen heute insha'Allah ta'ala weitermachen mit unserer Reihe über die Zeichen des jüngsten Tages. Und wir hatten in der letzten Woche angefangen gehabt, die Kleinzeichen der zweiten Kategorie, und zwar die Zeichen, die schon eingetreten sind und sich wiederholen können oder andauern, da nochmal versucht zu unterteilen nach bestimmten Themen. Und das letzte Mal hatten wir das Thema Gewalt gehabt. In all ihren Formen und auf allen Ebenen. Staatliche Gewalt, Polizeigewalt, Mediengewalt. Und haben darüber sehr ausführlich gesprochen gehabt, auch die Gewalt untereinander hatten wir besprochen gehabt und haben diesbezüglich all die Überlieferungen unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt, welche aufzeigen, dass diese Gewalt unter den Muslimen ausbrechen wird. Und heute insha'Allah ta'ala wollen wir auf einen zweiten Themenblock der Zeichen eingehen. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in unterschiedlichen Überlieferungen aufgezeigt, dass eine Zeit kommen wird, wo die Muslime ihren Glauben nur noch äußerlich praktizieren werden. Wo die Seele und der Geist des Glaubens verloren gehen wird. Und der Glaube zu äußerlichen Ritualen verkommen wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat auch aufgezeigt, dass in dieser Zeit die Menschen nicht mehr wirklich auf das achten werden, was Allah ta'ala von ihnen verlangt hat. Was darauf zurückzuführen ist, dass ihr Iman sehr, sehr schwach sein wird. Und wir wollen uns insha'Allah ta'ala heute die Zeichen anschauen, welche genau darauf hindeuten. Und das allererste Zeichen, was wir in Bezug auf diesen Themenblock erwähnen werden, ist ein Zeichen, was zu 100% heutzutage vorhanden ist und verbreitet ist und wahrscheinlich auch immer wieder vorhanden gewesen war, aber gerade in unserer heutigen Zeit in besonderer Weise zum Vorschein getreten ist. Und zwar wird überliefert in Sahih al-Bukhari, von Abu Huraira radiallahu anhu wa arda, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ. Allahu Akbar. Es wird über die Menschen eine Zeit kommen, wo sich der Mensch keine Gedanken mehr machen wird darüber, woher er etwas nimmt. Woher er etwas bezieht. Wie er sein Geld verdient. Es ist ihm völlig egal, ob es halal ist oder ob es haram ist. Hauptsache, er verdient in irgendeiner Weise sein Geld. Was die Quelle seines Verdienstes ist. Woher er dieses Geld bekommt, das interessiert ihn nicht. Hauptsache, er hat das Geld. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er beschreibt hier ein Phänomen. Dieses Phänomen gab es immer. Es gab immer Menschen in der Geschichte, welche auf verbotene Weise, auf nicht legitime Weise ihr Geld verdient haben. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er spricht hier über was? Ein Phänomen. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam beispielsweise darüber spricht,
dass der Sinner sich verbreiten wird. Der meinte damit nicht, dass es vorher keinen Sinner gab. Es gab immer Sinner. Es gab immer Menschen, die Sinner betrieben haben. Aber nicht in diesem Ausmaß. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt sagt, es wird eine Zeit kommen, wo die Menschen einfach versuchen, an Geld zu kommen, egal wie, und sich überhaupt keine Gedanken mehr machen, woher dieses Geld kommt, dann zeigt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass es sich hierbei um ein Symptom dieser Zeit handelt, um eine Krankheit dieser Zeit handelt. Und diese Krankheit ist darauf zurückzuführen, dass die Muslime einen schwachen Iman haben. Und dass sie nicht mehr wirklich bereit sind, die Gebote Allahs zu befolgen. Vielleicht sogar beten und fasten, aber sonst nichts anderes tun. Und das können wir heutzutage sehr gut beobachten. Wir leben heutzutage in einer Zeit, wo es eine tiefe Kluft gibt. Zwischen den Ritualen und zwischen der wahren Umsetzung unseres Glaubens. Es gibt viele Muslime heutzutage, welche noch bereit sind, die Rituale zu praktizieren. Welche bereit sind, in die Moschee zu gehen. Wohl, viele muss man auch fragen, ob es wirklich viele sind. Das ist mal eine andere Sache. Aber auch unter denjenigen, die das tun, gibt es viele, welche beten, fasten, welche zur Umrah gehen, welche sogar die Hajj machen und trotz alledem auf diese Dinge nicht Acht geben. Und denen das völlig egal ist. Ja, die sogar bereit sind, ihre Hajj mit verbotenem Geld zu finanzieren. Welche bereit sind, jemanden zu betrügen, um in die Moschee zu kommen, um in der Moschee Ibadah zu machen. Wie beispielsweise, hatten wir, glaube ich, letztes Mal erwähnt gehabt, jemand meldet sich krank bei seinem Arbeitgeber, obwohl er gar nicht krank ist, um in der Moschee Etikaf machen zu können. Ist schon merkwürdig, oder? Hat kein Problem damit. Jemand hat kein Problem damit, seine Hajj zu finanzieren durch Geld, was er durch Sozialbetrug erworben hat. Ist ihm völlig egal. Ganz normal. Kein Problem, der Staat finanziert mich. Ich kann nebenbei noch schwarz arbeiten gehen, meine Miete wird mir bezahlt, ich kriege nur 400 Euro pro Person, alles gut. Und nebenbei verdiene ich auch meine 1,5, meine 2.000, habe dann sozusagen 2.000 Euro in der Tasche. Damit kann ich meinen Lebensunterhalt sehr gut bestreiten. Sehr, sehr gut bestreiten. Und ich habe kein Problem damit, damit auch sogar zu Hajj zu gehen. Um meine Hajj zu finanzieren, ist alles kein Problem. Und da sehen wir diese Kluft, subhanallah, zwischen diesem Bewusstsein, was eigentlich das Gebet und die Hajj und das Fasten uns anerziehen sollte, und zwischen diesem äußeren Praktizieren. Und dass ich dann überhaupt nicht mehr Acht gebe auf das, was Allah subhanahu wa ta'ala von mir verlangt hat. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns aufgezeigt, dass dieses Handeln dazu führt, dass Allah ta'ala deine Gebete nicht mehr erhört. Ja, dass Allah ta'ala deine Gebete nicht mehr erhört. Stell dir das mal vor. Hört einmal, was unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, in der authentischen Überlieferung. Inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Allah, er hat den Gläubigen das befohlen, was er auch den Gesandten Gottes, also den Propheten, befohlen hat. فقال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. Allah Ta'ala, er sagt im Koran, O ihr Gesandten, esst von den guten Dingen. Also die Halal sind, die gut sind. Und tut Gutes und Rechtschaffen. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. Oh, die ihr glaubt, esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben. Also mit anderen Worten, bleibt vom Haram fern. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ. Daraufhin erwähnte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einen Mann. أَشْعَفَ أَغْبَرُ. Dieser Mann hat ungekämmtes Haar, zerzaustes Haar, ist voller Staub und Dreck und Schmutz. يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. Er hebt seine Hände gen Himmel. يَقُولُ يَا رَبْ يَا رَبْ. Er sagt, oh mein Herr, oh mein Herr. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ. Sein Essen,
Seine Speise ist vom Haram. وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ. Das, was er trinkt, ist Haram. Also die Herkunft dessen ist Haram. Die Quelle, woher er es bezieht, ist Haram. Nicht die Sache an sich ist Haram, sondern das, woher er es bezieht, ist Haram. Das Essen an sich ist Halal, aber er bezieht es aus Haram-Quellen. وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ. Und das, was er trägt, ist Haram. وَغُذِّيَ بِالْحَرَامُ. Und er wurde auch noch durch Haram ernährt und großgezogen. Was sagt daraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er stellt eine rhetorische Frage am Ende dieses Hadithes. Was sagt er? Er sagt, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِهَذَا. Wie soll solch eine Person, das von solch einer Person das Gebet erhört werden? Wie soll von so jemandem das Gebet angenommen werden? Das Dua erhört werden. Das funktioniert nicht. Also mit anderen Worten, wenn ich das tue, was hier steht, und zu diesen Menschen gehören sollte, denen es völlig egal ist, woher sie ihr Geld beziehen, mit was sie arbeiten, mit was sie ihr Geld verdienen, dann laufe ich Gefahr, dass Allah Ta'ala meine Duas nicht mehr erhört. Ich sage, ja Rabbi, aber Allah hört mich nicht. Ich kann vor der Kaaba sein, mache meine Hände, hebe meine Hände mit Dua, Allah erhört mich nicht. Weil ich nicht die Voraussetzungen für die Erhörung meines Duas erfüllt habe. Sa'd ibn Mu'adh, er kam eines Tages zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, ja Rasulallah, O Gesandter Allahs, ud'u Allah an yaj'alani mustajab ad-da'wa. Bitte Allah, dass er mich zu jenen gehören lässt, deren Dua, deren Gebete erhört werden. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm? Er hat ihm den Weg dorthin aufgezeigt. Er hat nicht gesagt, ja, du wirst es bekommen, sondern er hat ihm den Weg dorthin aufgezeigt. Das hat der Prophet immer gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Immer wenn jemand etwas hatte, hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gezeigt, wie man dorthin gelangt. Das ist genauso wie, ja, wie man so schön sagt, ja, wenn jemand dich um etwas bittet, dann zeige ihm, wie er dorthin gelangt und gib es ihm nicht einfach. Zeig ihm, wie man fischt und gib ihm nicht den Fisch. Weil wenn du ihm den Fisch einmal gibst, dann wird er wieder bedürftig sein. Aber wenn du ihm zeigst, wie er fischt, dann wird er auch wissen, ja, wie man in Zukunft sich ernähren kann. Vielleicht nur ganz kurz dazu einen Exkurs, bevor wir zurück zum Thema kommen. Einmal kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er sagte, ja, Rasulallah, bitte gib mir etwas, ich brauche etwas. Und er fragt, hast du irgendetwas bei dir zu Hause? Er meinte, ja, ich habe das und jenes, ich weiß nicht mehr genau, was das in diesem Hadith. Er meinte, wer nahm es? Es war irgendetwas sehr günstiges gewesen. Und er fragte dann den Sahabe, wer kauft das von ihm ab? Dann sagte einer, ich gebe einen Dirham. Der andere sagte, nein, wer bietet mehr? Und dann sagte einer, ich gebe zwei Dirham. Und gab ihm zwei Dirham. Dann sagte er, nimm diese zwei Dirham, das sind zwei Silberstücke, zwei Silbermünzen. Mit dem einen kaufst du dir etwas zu essen für dich und deine Familie. Und mit dem anderen kaufst du dir eine Axt. Und dann gehst du mit dieser Axt in den Wald oder dort, wo es Holz gibt. Und du hackst damit etwas Holz ab, bündelst es, bringst es auf den Markt und verkaufst es. Und dann kommst du in zwei Wochen wieder zu mir, nach 15 Tagen. Und dann macht er das, der Mann, subhanallah. Und er kaufte sich eine Axt, machte genau das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam von ihm verlangt hat, kam zurück nach 15 Tagen und hatte dann 10 Dirham in seiner Hand, also 10 Silberstücke. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, ist das nicht besser, als dass du einfach deine Hand ausstreckst und die Leute um etwas bittest? Jetzt bist du selbstständig. Jetzt hast du dein Geld verdient. Er hat ihm den Weg gezeigt, wie er aus dieser Situation herauskommt. Kommen wir zurück zu unserem Thema, inshallah. Sa'd ibn Mu'adh, er bittet also den Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, bitte Allah, dass ich mustajab al-da'wa bin, dass mein Dua erhört wird. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, ja Sa'd, atab mata'amaka takun mustajab al-da'wa. O Sa'd, atab mata'amaka. Also dein Essen soll gut sein. Mit anderen Worten, die Quelle, wie du es erwirbst, soll halal sein. Soll aus etwas Legitimen sein. Etwas Erlaubtem sein. Was gut ist. Und das führt dazu, dass Allah subhanahu wa ta'ala dein Dua erhört. Ja, salam. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich das nicht beherzige
Und dieses Bewusstsein entwickle als Muslim, dass ich nur darauf achte, dass das, was ich zu mir nehme, halal ist, dann laufe ich Gefahr, dass Allah Ta'ala mich nicht mehr erhört. Ich laufe Gefahr, dass Allah Ta'ala den Segen aus dem nimmt, was ich bekomme. Du kannst Millionen haben, wenn darin kein Segen steckt, dann hast du keinen, dann wirst du davon nicht profitieren, dann wird das sogar ein Fluch sein. Und du kannst vielleicht nur wenige Euros haben, aber wenn darin Segen liegt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir mehr geben als jemand, der Millionen hat. Und du wirst davon mehr profitieren als jemand, der Millionen hat. Es geht immer um den Segen. Es geht nie um die Quantität, es geht immer um die Qualität. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie gesagt, er hat uns gewarnt. Es wird diese Zeit kommen. Und wir sehen diese Zeit heutzutage. Menschen betrügen, haben kein Problem damit zu betrügen. Händler betrügen. Hauptsache, ich verdiene Geld. Sodass wir heutzutage sogar, ja, und das weiß, glaube ich, jeder, der schon mal ein Auto kaufen wollte oder ähnliches, ganz genau darauf achten, von wem kaufe ich ein Auto. Und leider ist es meistens so, dass die Letzten, von denen man gerne ein Auto kaufen möchte, ja, arabische oder türkische Händler sind. Weil man leider Gefahr laufen muss. Ich will nicht verallgemeinern, dass alles ist. Ja? Aber das ist leider so. Also ich persönlich achte darauf, muss ich ganz offen sagen. Außer ich kenne die Person wirklich sehr, sehr gut. Alhamdulillah, ich habe auch ein Auto gekauft bei einem türkischen Händler. Ja? Der ist zu 100% vertrauenswürdig. Alhamdulillah. Ja? Aber ich habe auf der anderen Seite sehr negative Erfahrungen gemacht. Was nicht heißt, dass nicht auch nicht muslimische Händler betrügen. Ja, das bedeutet das nicht. Aber es ist leider so. Und es ist traurig, wenn man bedenkt, subhanallah, dass es Zeiten gab, wo die muslimischen Händler die größten Duat auf dem Wege Allahs gewesen sind. Die größten Menschen oder die Menschen, die dafür gesorgt haben, dass der Islam sich verbreitet. Wie beispielsweise in Indonesien. In Indonesien, das größte muslimische Land von der Bevölkerung her. Über 200 Millionen Menschen leben in Indonesien. Über 99% sind Muslime. In Indonesien war nie eine Armee gewesen, eine muslimische Armee. Die Menschen sind dort nur zum Islam übergetreten aufgrund der muslimischen Händler. Ist unglaublich, oder? Subhanallah, weil sie ehrlich gewesen sind. Ehrliche Händler gewesen. Und sie haben durch ihre Ehrlichkeit die Menschen überzeugt. Heutzutage, subhanallah, ist leider genau das Gegenteil von dem, was wir damals hatten. Die Zeiten haben sich geändert. Was aber nicht heißt, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dass nur weil alle es falsch machen, ich es ebenfalls falsch mache. Nein, geh du mit gutem Beispiel voran. Du wirst viele Menschen hören, die sagen, ach, ist doch kein Problem, das kannst du doch betrügen. Das schreib doch einfach. Es ist nur eine Unterschrift. Ja, es ist nur eine Unterschrift. Aber diese Unterschrift, die du gibst unter einem Formular, ja, wo du bestätigst, dass diese Worte der Wahrheit entsprechen. Wenn sie nicht der Wahrheit entsprechen, was ist es dann? Das ist eine Lüge, das ist eine Form von Betrug. Einmal kam der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ging auf den Markt in Medina. Und da war ein Händler, der hat Obst verkauft oder Gemüse. Und da hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einfach mal hineingegriffen in den Korb, ein bisschen weiter tiefer. Oben war das Gemüse oder das Obst sehr, sehr sauber. Und hat da hineingegriffen und es war alles feucht gewesen. Dann fragte er den Händler, was ist das? Meinte, ja, der Regen, es hat geregnet. Dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, man rashana falaysa minna. Wer betrügt, gehört nicht zu uns. Wer betrügt, ist kein richtiger Muslim. Wer betrügt, gehört nicht zu dieser Gemeinschaft, welche Allah ta'ala auserlesen hat zwischen den Gemeinschaften. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, welche für die Menschen hervorgebracht wurde. Deswegen, meine lieben Geschwister, seid ihr diejenigen, die mit gutem Beispiel vorangehen. Auch wenn alle um euch herum vielleicht falsch handeln. Vielleicht sogar in eurer eigenen Familie. Ich weiß, dass es viele Familien gibt, wo es dieses Problem gibt. Ich kenne viele arabische, türkische Familien, wo die gesamte Familie, obwohl sie gar nicht darauf angewiesen ist. Ich rede nicht über diejenigen, die darauf angewiesen sind. Ich rede über diejenigen, die nicht darauf angewiesen sind und die das nur machen, um sich zu bereichern. Wo die gesamte Familie, vom Opa über den Vater bis zum Sohn, von Hartz IV leben, obwohl sie gar nicht darauf angewiesen sind und noch nebenbei arbeiten gehen. Ganze Familien kenne ich. Es kann sein, dass ich vielleicht in so einer Familie bin. Sei du diejenige oder derjenige, der diese Tradition bricht. Geh du mit gutem Beispiel voran. Sag, ich möchte nicht so sein wie ihr. Ohne ihnen das vorzuwerfen oder so. Du kannst eine Nasiha geben.
Weil, wenn du es genauso tust wie die anderen, sei dir sicher, deine eigenen Kinder werden dich zum Vorbild nehmen. Deswegen durchbreche diese schlechte Tradition. Suche eine Entschuldigung für deine Familie, aber mach du es besser. Mach ihnen keinen Vorwurf, mach du es besser. Geh mit gutem Beispiel voran. Damit es, inshallah, was du verdienst und was du in deinen Mund tust und in den Mund deiner Kinder tust, halal ist. Noch einmal, und dann gehen wir zum nächsten Hadith über, inshallah, ta'ala, zum nächsten Zeichen. Und zwar, was sagt unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam? Er sagt, أَيُّمَا لَحْمٍ نُبِتَ مِنَ الْحَرَامِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ. Welches Fleisch auch immer durch Haram ernährt wurde, so hat das Feuer mehr Anrecht darauf. So hat das Feuer mehr Anrecht darauf. Und wir schließen ab mit einer schönen Anekdote, was heißt auch eine Überlieferung aus der Zeit der Sahabe, das ist auch nochmal gerade an die Schwestern auch gerichtet, ja, dass überliefert wird, dass die Sahabiyat, die Gefährtinnen unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn ihre Männer am Morgen das Haus verlassen haben, um arbeiten zu gehen, zu ihnen gesagt haben, bring uns nur etwas nach Hause, was halal ist. Bring uns nur etwas nach Hause, was halal ist. Achte darauf, Schwester, wie dein Mann das Geld verdient. Oder auch du selbst. Aber gerade wenn man Kinder hat, etc., ist es meistens der Mann, der arbeiten geht. Achte darauf. Weil du bist genauso verantwortlich dafür, wie der Mann, der dann das Geld verdient. Kommen wir zum nächsten Zeichen, inshallah ta'ala. Was zu dieser Kategorie gehört, dass dem Menschen das Bewusstsein fehlt in dieser Zeit. Und zwar hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet, dass eine Zeit kommen wird, wo die Moscheen zu Durchgangspassagen werden. Wo die Moscheen zu Durchgangspassagen werden. Und zwar berichtet der Prophet sallallahu alaihi wasallam in mehreren Überlieferungen, dass eine Zeit kommen wird und das zu den Zeichen des jüngsten Tages gehören wird, dass die Menschen eine Moschee betreten werden, nicht um in ihr Ibadah zu machen, um in ihr zu beten, sondern aus den unterschiedlichsten Gründen. So heißt es in einer Überlieferung, ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wie es Abdullah ibn Umar überlieferte, لَا تَتَّخِذُ الْمَسَاجِدَ طُرُقًا إِلَّا لِذِكْرٍ أَوْ صَلَاةٍ. Macht nicht eure Moscheen oder die Moscheen zu Durchgangspassagen, Orten, wo ihr nur durchgeht, sondern die Moscheen sind zum Dhikr da, so etwas, ein Unterricht, wo wir Allahs gedenken, wo wir versuchen, unsere Religion zu lernen. Oder für das Gebet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann auch aufgezeigt, dass das zu den Zeichen des jüngsten Tages gehört, dass die Menschen in die Moscheen gehen werden, ohne zu beten. إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِالْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. Zu den Zeichen des jüngsten Tages gehört es, dass ein Mann die Moschee betreten wird und durch die Moschee hindurchgehen wird und nicht einmal zwei Rak'a beten wird. Nicht einmal zwei Rak'a beten wird. In einer anderen Version heißt es, وَحَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا فَلَا يُسْجَدْ لِلَّهِ فِيهَا. Allahu Akbar. Sodass die Moscheen zu Durchgangspassagen werden, in denen man sich nicht vor Allah subhanahu wa ta'ala niederwirft. Was ist das? Ist das schon eingetreten? Ja, es ist eingetreten. Und wir sehen das heutzutage in unserer Zeit fast tagtäglich. In dieser Moschee, in anderen Moscheen sehen wir das. Es ist eine Aza, eine Trauerfeier, eine Hochzeit. Du siehst, wie die Leute in die Moschee kommen, hinten sitzen, während hier Jama'a gebetet wird und nicht beten. Denkst du, Allah, schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht? Ich meine, dann tu wenigstens so, als würdest du beten. Oder geh raus. Aber in die Moschee zu kommen, hinten zu sitzen und dann auch noch zu quatschen, während die Leute beten, was für eine Katastrophe. Viele Menschen, die nur noch in die Moschee gehen, um auf die Toilette zu gehen. Oder weil sie vielleicht, weiß ich nicht, einen Ehevertrag abschließen wollen.
aus irgendeiner anderen Dunya-Angelegenheit, aber mit der Moschee an sich nichts mehr zu tun haben, keine Ibadah mehr in der Moschee machen, keinen Zikr mehr in der Moschee machen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es aufgezeigt, der Iman bei manchen Menschen wird so schwach werden, dass nicht mehr eine Moschee sie an Allah Ta'ala erinnern kann. Was muss in dem Herzen dieses Menschen vorgehen? Ich meine, wie schwach muss der Iman sein, dass ich während gebetet wird nicht mehr bete? Wie schwach muss mein Iman sein? Und ich bin Muslim. Ich sage, ich bin ein gottergebener Mensch. Und ich komme in die Moschee und bete nicht einmal, während andere beten. Und hier zeigt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam noch einmal, subhanallah, ja, wie diese Zeit die Menschen verändern wird. Ja, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ja grundsätzlich auch gesagt, das hatten wir, diesen Hadith haben wir jetzt schon zwei und dreimal erwähnt gehabt, dass die Knoten des Islam sich auflösen werden. Was ist der erste Knoten, der sich auflösen wird? Von den Knoten des Islam? Wir hatten das erwähnt, glaube letzte Woche, vorletzte Woche. Nein, Knoten. La tanqudunna urwa al-islam urwatan urwa. Ma awwal urwa, ma hiya awwal urwa allati satunqad. Al-hukm. Das Regieren. Hat mir letzte Woche erwähnt gehabt, das Regieren, dass so regiert wird, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns das vorgemacht hat. Wa akhiruhunna naqda. Was ist das letzte, der letzte Knoten, der aufgelöst werden wird, das letzte Fundament? Ja? Das Gebet. Ja? Dass es viele Menschen geben wird, die nicht mehr beten, die nicht mehr die Moschee respektieren. Ebenfalls ein weiteres Zeichen, was darauf hindeutet, dass der Glaube nur noch äußerlich praktiziert wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns davor warnt. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns aufgezeigt, dass eine Zeit kommen wird, in der die Menschen zwar Moscheen errichten werden, und sie sogar ausschmücken werden, aber nur um damit anzugeben und zu prahlen. Imam Ahmed überliefert, wie es von Anas ibn Malik radiyallahu anhu überliefert wird, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat: La taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Wa min ashrati sa'ati an yatabaha an-nasu fil masajid. In einer anderen Version, يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, es wird eine Zeit kommen, wo die Menschen in den Moscheen angeben werden, womit auch gemeint ist, dass sie mit ihren Moscheen angeben werden. Weil aus einigen Überlieferungen nämlich hervorgeht, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass zu den Zeichen der Stunde gehört, dass die Moscheen ausgeschmückt werden. Zachrafa. Zachrafa ist, wie sagt man das auf Deutsch? Zachrafa. Also, dass sie halt geschmückt werden, schön gemacht werden. Und dass es nur noch auf das Äußerliche ankommt, ja, und nicht mehr auf den wahren Geist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ. Ihr werdet sie genauso schmücken wie die Juden und die Christen. Also, ihr werdet dieselben Fehler machen wie die Religionsgemeinschaften vor uns. Und in einer anderen Version sagte Abu Darda, إِذَا زَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ, wenn ihr eure Moscheen ausschmückt. Es geht also nur noch um was? Um das Äußerliche. Es geht nur noch darum, oh, guck mal, wie schön meine Moschee sozusagen, wie Kalligrafie. Das heißt nicht, das ist ganz wichtig, dass wir unsere Moscheen nicht schön halten können. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Moscheen nur noch zu diesem Zweck errichtet werden. Und das sehen wir, subhanallah, in der gesamten islamischen Welt. Und sogar hier teilweise in Deutschland sehen wir das. Es gibt manche Moscheen, die sind riesig groß. Da wurden Millionen für ausgegeben. Aber die Moschee ist zum Gebet leer. Es geht nur um das Äußerliche. Vielleicht zum Freitagsgebet wird die Moschee frei, aber sonst die ganze Woche über ist die Moschee leer. Keine Jugend, keine Jugendarbeit. Die Moschee ist nicht belebt. Es geht nur um dieses Äußerliche. Wie war die Moschee zur Zeit des Propheten gewesen, sallallahu alaihi wa sallam? Die Moschee zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, ist ein Ort gewesen, wo es nicht mehr einen Teppich gab.
Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist in die Moschee mit Latschen gegangen. Und er hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, bevor ihr die Moschee betretet, dann solltet ihr erstmal unter eure Latschen schauen, ob da irgendwie Dreck ist. Und ihn vorher abwischen und dann die Moschee betreten. Also solch ein Teppich, wie wir gerade hier haben, das war für die damaligen Verhältnisse unvorstellbar gewesen. Man hat einfach auf Sand gebetet. Kennt ihr die Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Laylatul Qadr ist die Nacht, wo ich in Schlamm Sujud machen werde. Wie kommt es zu Schlamm in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Weil sie keinen Teppich hatten. Also es hat in die Moschee hineingeregnet. Aber diese Moschee, subhanallah, sie hat Generationen ausgebildet bis in unsere heutige Zeit. Es ist die Moschee, wo über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass sich dort ein Stück Paradiesgarten befindet. Es ist die Moschee, deren Minbar, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in einen Tir'a von den Tir'a in Jannah mündet. Das heißt, in einen Fluss von den Flüssen des Paradieses mündet. Weil dort nämlich die Menschen zu Allah geführt worden sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auf diese Äußerlichkeiten gar keinen Wert gelegt. Sondern es ging immer nur um den Inhalt. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, meine lieben Geschwister, ich da. Dass wir unsere Moscheen füllen mit Arbeit für die Menschen, für die Muslime, für die Jugend, für alle Menschen. Dass wir dafür sorgen, dass die Moscheen gefüllt sind mit einem Geist und dass es nicht nur auf die Äußerlichkeiten ankommt. Und da trägt jeder einzelne von uns eine Verantwortung. Wenn ich mich also beschwere über eine Moschee, dass es dort keine Aktivitäten gibt oder nicht genügend Aktivitäten gibt, dann sollte ich sagen, ich versuche daran etwas zu verändern. Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Aber ich versuche daran etwas zu verändern. Ebenfalls zu den Zeichen des jüngsten Tages, welche darauf hindeuten, dass dieser Geist fehlt und dass es nur auf diese Äußerlichkeiten ankommt, gehören Leute, welche den Koran in einer schönen Weise lesen können, aber das nur machen, um damit Geld zu verdienen. Es wird Folgendes überliefert von Jabir ibn Abdillah, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu den Sahaba heraustrat, als sie den Koran rezitierten und sich unter ihnen Beduinen und Nicht-Araber aufhielten. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, rezitiert, es ist alles gut. Menschen werden kommen, die ihn so ausschmücken werden, als würden sie ein schönes Tischgedeck anrichten. Also in bester Weise. Schön. Sie werden sich beeilen, ihren Lohn in Empfang zu nehmen und sie werden es nicht bis zum Jenseits aufschieben. Was heißt das? Ganz konkret. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er beschreibt ein Phänomen, was wir heutzutage haben. Und was heutzutage mehr verbreitet ist als in jeder Zeit zuvor, weil wir nämlich zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit die Möglichkeit haben, Stimmen aufzunehmen. Und es gibt viele Menschen, welche durch das Koranlesen ein regelrechtes Geschäft gemacht haben. Den Koran in der schönsten Weise rezitieren, was an sich etwas Gutes ist. Und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch von uns verlangt hat. Aber leider ist es teilweise verkommen, in einigen islamischen Ländern gibt es Leute, welche für eine Koranrezitation Tausende von Dollar nehmen. Nur damit sie bei irgendeiner Trauerfeier oder ähnliches ja, den Koran dann einmal schön vortragen, ja, nehmen sie Tausende von Dollar dafür. Also sie bekommen ihren Lohn schon in dieser Dunya. Es gibt manche Leute, die nur ihr Geld damit verdienen, damit sie mit Leuten zu einem Friedhof gehen und dort dann Koran zu lesen für den Verstorbenen, damit sozusagen ihren Lebensunterhalt verdienen. Das ist der Sinn und Zweck des Korans. Der Sinn und Zweck des Korans ist, dass man den Koran lernt. Lehrt für Allah subhanahu wa ta'ala, dafür keinen Lohn verlangt, außer man ist ein Lehrer in der Moschee, der dann sein Gehalt bekommt, ist etwas anderes. Aber grundsätzlich ist erst einmal für Allah subhanahu wa ta'ala tut und dann seinen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala verlangt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, jeder, der den Koran liest, soll Allah den Segensreichen und Erhabenen um die Belohnung dafür bitten. Es werden Menschen kommen, die den Koran rezitieren und die Menschen um Bezahlung dafür bitten werden. Also nur für diese Dunya. Äußerlich praktizieren, aber nicht wirklich für Allah subhanahu wa ta'ala.
Ebenfalls, was dazu gehört, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass nicht nur die Moscheen ausgeschmückt werden, entschuldigt, das ist nicht der Prophet, der das gesagt hat, sondern das ist von Abu Darda, der das aber wahrscheinlich vom Propheten sallallahu alaihi wasallam hat. Und zwar sagte Abu Darda, إِذَا زَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ. Wenn ihr eure Moscheen ausschmückt und ihr anfangt, eure Masahif, das heißt die Koranbücher, die Korane zu verzieren, so kommt der Damar über euch. So kommt das Verderben und die Zerstörung über euch. Was spricht Abu Darda hier an, was er wahrscheinlich vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hat? Er spricht hier wieder an, dass die Muslime auf das Äußerliche achten werden. In fast jedem muslimischen Haus findet man einen Mushaf, der schön verziert ist. Der steht im Regal. Aber er ist meistens eingestaubt. Es geht also nur um was? Das Äußerliche. Man benutzt den Mushaf vielleicht noch bei einer Eheschließung, vielleicht noch bei einer Trauerfeier, aber das war's auch schon. Aber der Koran als Rechtleitung für die Menschen, hudal linnas, dass die Menschen rechtgeleitet werden, der Koran als Lektüre, mit der ich mich beschäftige als Muslim, der Koran als Wegweiser in meinem Leben, um mich Allah näher zu bringen, das interessiert die meisten Menschen nicht. Es geht nur um was? Um dieses Äußerliche. Und davon muss ich mich als Muslim in Acht nehmen. Weil wie es Abu Darda gesagt hat, wenn es mir nur noch darum geht, diese Äußerlichkeiten, und ich vergesse, wozu das alles eigentlich da ist, dann wird es mich ins Verderben stürzen. Versucht, meine lieben Geschwister, und ihr seid, die meisten von euch sind noch jung, die meisten von euch gründen noch eine Familie oder haben eine Familie, bekommen jetzt ihr erstes Kind. Versucht, eure Häuser zu beleben mit dem Koran. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was hat er gesagt? Er hat gesagt, macht eure Häuser nicht zu Friedhöfen. Lest Surat al-Baqarah. Mit anderen Worten, wenn ich als Muslim zu Hause nicht den Koran rezitiere, dann wird mein Haus zu einem Friedhof. Es reicht nicht aus, einfach den Koran irgendwo hinzustellen oder mir einen Talisman umzuhängen, auf den Ayat al-Kursi steht. Und ich glaube, der Koran würde mich dann schützen. Der Koran schützt nicht dadurch, dass man sich ihn umhängt. Und der Koran schützt nicht dadurch, dass ich ihn ins Regal stelle. Sondern der Koran schützt dich dann, wenn er in deinem Herzen ist. Der Koran erschützt dich dann, wenn er auf deiner Zunge ist. Der Koran erschützt dich dann, wenn er in deinen Gedanken ist. Und der Koran erschützt dich dann, wenn du seine Gebote befolgst und praktizierst. Ebenfalls hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns aufgezeigt, dass eine Zeit kommen wird, wo es viele Menschen geben wird, die zwar lesen können, aber wenig Menschen geben wird, die verstehen werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكْثُرُ فِيهِ الْقُرَّاءُ وَيَقِلُّ فِيهِ الْفُقَهَاءُ. Es wird eine Zeit kommen über die Menschen, wo es viele Menschen geben wird, die lesen können, aber wenig Menschen geben wird, die verstehen. Was ist ein Faqih? Ein Faqih ist jemand, der Fiqh hat. Und was ist Fiqh? Fiqh ist Verständnis. Und Fiqh ist mehr als einfach nur, dass ich etwas lese oder etwas auswendig lerne. Fiqh bedeutet, ich verstehe das, was Allah Ta'ala von mir verlangt hat. Und wir leben leider in einer Zeit, wo es sehr viele Menschen geben wird, gibt, die zwar lesen können, die sind lesens- und schreibenskundig, aber es leider sehr wenig Menschen gibt, die wirklich verstehen, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt hat. Und genau das ist es, worum es geht im Ende. Es geht nicht immer um diese Äußerlichkeiten, es geht um den Geist und das Innerliche. Kommen wir zum letzten Punkt, insha'Allah ta'ala, für heute, was diesen Themenblock betrifft. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, dass eine Zeit kommen wird, wo die Menschen die Zakat nur widerwillig zahlen werden.
wird gesagt, der Prophet sagte, إِذَا تُخِذَ الْفَيْءُ دِيوَلَا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erzählt hier mehrere Dinge auf. Dieser Hadith ist nicht ganz authentisch, aber er wird in vielen Büchern diesbezüglich erwähnt. Und er sagt sallallahu alaihi wa sallam, was das betrifft, ja, وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَا أي إِذَا تُخِذَ الزَّكَاةُ مَغْرَمَا. Was heißt das? Wenn die Menschen Zakat zahlen, nicht mehr, weil es eine Ibadah ist, weil Allah das von ihnen verlangt hat und sie es dementsprechend gerne machen, sich freuen, ihr Vermögen und sich selbst reinigen zu können, sondern es nur noch machen, weil sie es müssen. Eine Art Pflicht, ich muss das machen. Und es fällt mir schwer. Es ist schon fast wie eine Strafe für mich. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er beschreibt hier eine Situation von Muslimen. Allgemeine Einstellung. Ja, man betet nur noch, weil man beten muss, wenn man überhaupt betet. Man zahlt nur noch die Zakat, weil man es unbedingt machen muss und versteht überhaupt nicht mehr, was der Sinn und Zweck der Zakat ist, was der Sinn und Zweck des Gebetes ist. Was heißt denn Zakat? Was ist denn die ursprüngliche Bedeutung von Zakat? Was bedeutet Zakat? Reinigung. Reinigung, genau, von Tazkir. Was reinigen. Wenn ich also die Zakat zahle, dann reinige ich mein Vermögen. Ich weiß, wenn ich das gebe, wird Allah Ta'ala mein Vermögen doch mehr segnen. Also zahle ich es gerne. Ich bin froh, dass ich es zahlen kann. Ich zeige meine Dankbarkeit gegenüber Allah, dass er mir das gegeben hat, dass ich vermögend bin, während andere Menschen wenig haben. Und ich reinige nicht nur mein Vermögen damit, so dass es gesegneter ist, sondern ich reinige auch mich selbst, mein Inneres damit. Weil ich weiß, ich befreie mich dadurch von Geiz, von Egoismus, Individualismus, dass ich nur an mich selbst denke. Und derjenige, der das alles nicht verstanden hat, der einfach nur praktiziert, ohne zu verstehen, der wird es zwar vielleicht zahlen, weil er doch ein gewisses Bewusstsein hat, aber er macht es und hat das Gefühl, das ist eine Strafe. Äußerliches Praktizieren, ohne zu verstehen, warum man etwas macht. Diese Zeichen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier erwähnt haben, die zeigen, dass Zeiten kommen werden, in denen wir auch heutzutage leben, wo die Muslime einen schwachen Iman haben werden, wo die Muslime ihren Glauben vielleicht noch praktizieren werden, aber nur noch auf diese Äußerlichkeiten Acht geben werden. Und meine Aufgabe als Muslim ist es gerade in dieser Zeit zu versuchen, zum Ursprung des Glaubens zurückzukehren, den Geist der Gebote zu verstehen und dann auch in meinem Leben umzusetzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Weg dorthin aufzeigen. Amin, Rabbil Alamin. Wir werden inshallah ta'ala nächste Woche über den nächsten Themenblock sprechen, und zwar über die Sittenlosigkeit, welche sich verbreiten wird. Und hier gibt es wirklich sehr, sehr viele Zeichen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt hat, auf die wir dann inshallah ta'ala nächste Woche eingehen werden, bi'iznillahi azza wa jal. Subhanakallahu wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.